Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier zeige ich dir, wie du von einer Vorlage ein sogenanntes Parallelogramm in dein Heft überträgst. Dazu erkläre ich dir nochmal kurz, was ein Parallelogramm denn ist. Das hier sind einfach zwei Stifte und die setze ich jetzt mal parallel zueinander. Deswegen, weil diese Linien sind immer parallel im Parallelogramm, deswegen heißt es auch so. Und beim Parallelogramm ist eine der beiden Linien, nehme ich mir mal hier die obere, in diese Richtung verschoben oder wir können die auch in diese Richtung verschieben. So, und wenn wir die jetzt mal in diese Richtung hier verschieben, dann müssen wir nur noch hier das, was hier zwischen fehlt, da müssen wir das Ganze verbinden. Das mache ich auch nochmal mit den beiden Stiften und fertig ist das Parallelogramm. Wenn du die Linie hier oben in die andere Richtung verschiebst, also dahin, kannst du das auch so verbinden, dann hast du ein Parallelogramm, was ein bisschen anders aussieht. Und jetzt zeige ich dir, wie du ein Parallelogramm in dein Heft überträgst. Hier haben wir ein Parallelogramm, das habe ich dir einfach mal so aufgezeichnet. Und da ist oft die Aufgabenstellung, dass du das jetzt beispielsweise in dein Heft übertragen sollst. Und da meine Schüler mich gefragt haben, wie das funktioniert und ich gar nicht gewusst habe, dass das so schwierig sein kann, habe ich jetzt einfach mal dieses Video hier aufgenommen, um dir das da nochmal ganz, ganz kleinschrittig zu zeigen, wie das denn funktioniert. Du musst übrigens nicht, um das zu übertragen in dein Heft, diese Linie und diese Linie messen. Das brauchst du alles gar nicht, weil da kommen meistens sehr krumme Werte. Hier haben wir einen ganz geraden Wert. Da haben wir nämlich hier, wie du siehst, 14 cm. Und jetzt nimmst du einfach erstmal die obere Linie. Damit fängst du an. Die male ich einfach mal irgendwo hier auf die Seite. Da, ich fange irgendwo willkürlich an und zeichne jetzt erstmal eine Linie, die 14 cm lang ist. Jetzt gucken wir, wie hoch das Ganze ist. Und hier kann ich das auch messen. Oder ich kann einfach Kästchen zählen. Ne? Das sind hier 1, 2, 3, 4 cm, entspricht 8 Kästchen. Ich nehme jetzt einfach mal die Zentimeter. Und jetzt ist es ja so, dass du hier ja die zweite Linie irgendwo hinzeichnen musst, die dann nach hier versetzt ist. Und jetzt musst du eben gucken, wie weit ist die in diese Richtung verschoben. Ne? Dazu guckst du dir, wie das hier oben aussieht. Das heißt, diese Linie ist nach, ne? Die war ja ursprünglich so und die wurde hierher hin verschoben. Und jetzt musst du hier gucken, ne? Wie weit wurde die nämlich hier verschoben? Ich mache einfach mal so eine Hilfskonstruktion hier drum. Jetzt siehst du, dass das hier 1, 2, 3 cm, ne, wurde das Ganze in die Richtung hier verschoben. Das heißt, du musst hier die Linie dann irgendwann haben und dann musst du 3 cm das hierher verschieben. Jetzt musst du wissen, auf welcher, wie hoch das Ganze ist. Da haben wir ja schon hier oben gemessen, 4 cm hoch. Jetzt gehst du von hier an, 1, 2, 3, 4 nach unten. Das markierst du dir hier erstmal mit einem Punkt. Da hast du jetzt erstmal die Höhe genommen. Und jetzt gehst du von diesem Punkt aus 3 cm, so weit wie die untere Linie hier nach rechts verschoben ist. Gehst du 1, 2, 3, gehst du hier nach rechts hin. Und jetzt zeichnest du von diesem Punkt aus die Linie mit 14 cm, das weißt ja von oben, wie lang die ist, und bist eigentlich schon fertig. Das Einzige, was noch fehlt, ist, du musst die Seiten nur noch verbinden. Dazu brauchst du die Seitenlängen aber nicht. Das heißt, du musst nur hier von dem einen zum anderen hier das Ganze verbinden und schon hast du das Ganze in dein Heft übertragen. So einfach ist das, ein Parallelogramm von einer Vorlage in ein Heft zu übertragen.